Dieses Drehbuch des Terrors darf nicht aufgehen. Der Kampf gilt dem Terrorismus und nicht der unschuldigen Zivilbevölkerung. Hunderttausende Menschen haben daher in Rafah auf Anweisung Israels Schutz gesucht. Diese Menschen müssen diesen Schutz dort auch weiterhin finden können. Und wenn gegen die Terrororganisation in Rafah jetzt auch vorgegangen wird, dann ist es unsere gemeinsame Verantwortung, dann ist es die Verantwortung der israelischen Armee, für diese Menschen, die dort Schutz gesucht haben, eben sichere Korridore zu haben, wo sie sich in Sicherheit bringen können. Denn diese Eltern, diese Kinder, diese Familien, sie können sich nicht einfach in Luft auflösen. Sie können nirgendwo sonst hin, ganz sicher jedenfalls können sie nicht weiter nach Süden, denn dort ist ja bekanntermaßen die Grenze zu Ägypten. Und ich möchte noch mal unterstreichen, das Recht auf Selbstverteidigung, das gilt und jedes Land hat, wie Israel auch, das Recht, sich gegen Terrorismus zu verteidigen. Aber es beinhaltet keine Vertreibung.